Ann-Kathrin, ich zeige dir heute und euch zu Hause, wie die Zukunft des Fernsehens aussehen kann. Wir setzen dazu diese Mixed Reality Brille auf von Nreal. Und diese Brille, wow, können wir zur Weltmeisterschaft 22 wahrscheinlich schon benutzen. Hat die Telekom gute Arbeit geleistet. Siehst du das? Wir schauen uns gerade das Deutschland-Portugal-Spiel nochmal an. Da kann man mit diesem Laserpointer so raufschauen, dass wir genauer sehen, wie groß der Spieler ist. Wir haben in der Mitte quasi unser Spiel und können das Spiel anschauen und immer wieder uns Informationen greifen von einzelnen Positionen. Schau mal nach oben, da ist sogar ein Zeppelin, ja, damit wir 360-Grad-Erlebnis haben. Links und rechts alle Infos. Eigentlich irre, alles auf einem Handy und eine Brille. Das ist echt richtig gut, einfach die Details mittlerweile auch während dem Spiel einfach aufzurufen. Also wenn du quasi in London sitzt und ich in Berlin, können wir zusammen das Spiel anschauen. Co-Watching ist das Stichwort. Was kann man noch? Torstatistik, alles durchschauen. Irre. Ja, das, so kann mein Wohnzimmer aussehen. Sieht gut aus. Okay, lass uns weitermachen, es macht Spaß. Okay. Wir machen es den ganzen Tag.